So, und jetzt möchte ich etwas tun. Ich möchte es. Das ist das Einzige, was ich gerade möchte. Ich möchte nach Al-Shadim und ich möchte die Klinge ausfahren gegen den Wassermagier, den ich am aller wenigsten leiden kann. Ich weiß gar nicht wieso eigentlich, aber ich kann ihn einfach nicht ausstehen. So, und das ist natürlich Satoras. So, ich hoffe, Myxia kriegt es nicht mit, denn Myxia will ich am Leben lassen, dem will ich gar nichts tun. Ich mag Myxia. Na, ob du es noch schaffst, deinen Stab zu ziehen? Ja! Epischer Kampf nach... Was? Nein! Oh, Scheißendreck! Epischer Kampf hier ja noch geworden. So. Wag es nicht noch einmal anzugreifen. Wirklich? Ach du Scheiße. Oh, das ist ja peinlich. Ich habe gegen den alten Schokobären verloren. Ich fasse es ja nie. Was zur Hölle? Das war aber auch unfair mit dem Steingolem. Das ist ja Cheaten. Hat er mich irgendjemanden berufen sehen? Beschwören sehen? Nee. Also ehrlich mal. So eine Frechheit. Ich wollte schon sagen, epischer Kampf, die Treppe hinauf und auf dem Plateau oben. Geht es dann los, stirbt einer von beiden. Aber es ist ja dann doch keiner gestorben. Ich war ja nicht tot. So, aber ist auch ganz gut so. So kann ich noch mal kurz vorher mit Satoras reden. Vielleicht hat er ja noch irgendwas Wichtiges für uns hier. Irgendwelche Nachrichten. So, gucken wir mal. Höchstes Wissen will ich nicht haben. Nee, der Rest ist auch alles uninteressant. Gut. Du kannst mir zu wenig beibringen, du musst sterben. Du was? Stirb, Satoras! Ich hoffe mal, ich bleib nicht wieder hier an der Kante hängen, wie gerade eben. So, diesmal sind wir drüber gekommen, immerhin. So. Klingt auch ein bisschen eunuchenhaft, die Stimme von ihm. Und jetzt ist es soweit. Stirb, Satoras! So, ruf bei den Assassinen plus 3, wunderbar. Ich hätte jetzt eigentlich ein bisschen mehr erhofft, mir ehrlich gesagt. Na gut, was soll's. Satoras ist hinüber. Dann ist er jetzt Platz geworden für Satoras den Zweiten. Aha, aha. So, wir gehen mal kurz zu Myxia, um zu gucken, ob der irgendwie uns ein Dudu zeigen will. Ob er irgendwas dagegen hat, dass wir Satoras umgenietet haben. Ich denke jedes Mal, hier liegt ein Wassermagier tot rum. Aber das ist ja bloß irgendeine Snapper-Leiche. Wo ist denn... Wo ist denn Myxia? Laufe ich falsch? Ich glaube schon. Oder? Myxia? Myxia? Ach, habe ich schon gefragt nach Myxia? Schön, er winkt uns. Schaut mal. Oh, look, he's waving bye-bye. So, ich... Ach, hier drüben, natürlich. Ja, da ist er doch. Na, Myxia, sag mal an, hast du was dagegen, dass ich Satoras umgebracht habe? Nö. Okay, dann gehen wir auch mal wieder weg von hier. Dann können wir uns ja jetzt wieder nach Morsul teleportieren. Morsul, Morsul. Ab geht er, Peter. Denn dann werde ich mich nun dem Tempel von Morasul widmen. Und danach werden wir noch uns dem Tempel von Al-Shadim vornehmen. Wir haben jetzt also große Tempel-Session. Allerdings werde ich das nicht mehr jetzt machen, sondern ich werde jetzt bloß noch hingehen. Jasmin muss ich übrigens, wo ich den Typen da gerade sehe, Jasmin muss ich auch noch hierher holen. Das können wir dann vielleicht bei Gelegenheit dann tun, wenn wir den Tempel von Morasul geöffnet haben. Dann sind ja sowieso in den Ruinenfeldern überall die Untoten. Dann muss ich ja sowieso nochmal durch die Ruinenfelder laufen. Dann kommen wir bestimmt auch nochmal an Morasul. Also vorbei, dann können wir Jasmin nochmal einkaufen und dann können wir die auch nochmal hier vorbeibringen. So, jetzt aber erstmal runter nach Süden. Und da haben wir schon wieder straffes Programm für die nächste Aufnahmesession mit den beiden Tempeln. Das wird heftig. Ich hasse es, die Tempel auszuräumen, ehrlich gesagt. Aber diesmal haben wir ein bisschen mehr Lebenspunkte. Vielleicht läuft es dann ein kleines bisschen besser. Und eigentlich können wir uns noch... Weiß ich nicht, holen wir uns Angmar... wieso denn Angmar? Ich spiele zu oft Herr der Ringe, deswegen sage ich immer Angmar statt Angar. Vielleicht können wir uns noch Angar zur Hilfe holen, aber ich glaube nicht. Nee, das kriegen wir auch alleine hin. Und zur Vorbereitung töten wir nochmal hier die Varan-Gruppe.
von der schon die Hälfte tot ist. Muss irgendeine Seuche grassiert haben hier unter den Maranen. Dass die alle umgefallen sind. Aber ich glaube, die Seuche heißt Stahl. So. Beziehungsweise die Seuche heißt Entscheider. Ich bin der Abscheider. Der Fettabscheider. So. Okay. Mal fixe den Kram noch eingesammelt. So, du noch? Okay. Die anderen waren ja schon soweit am Verrotten hier in der Sonne. Okay. Dann können wir jetzt runtermarschieren hier zum Tempel. Und dann reden wir noch fix hier mit Kalisch und dann ist aber auch Feierabend für heute. Sind wir hier denn richtig? Ja, da unten ist der Eingang. Natürlich steht der Meister nicht dort. Deswegen muss er erst noch den riesen Umweg gehen. Können wir eigentlich irgendwas noch hier mit Fasim besprechen? Nein. Gut, will ich auch nicht. Ist okay so. Und wir könnten auch die Orks hier beseitigen. Das lasse ich aber auch erstmal. Die können mir erstmal noch Rückendeckung geben, solange ich den Tempel noch nicht ausgeräumt habe. Und vor allem, weil ja dann hier überall Untote sein werden. Kalesch, mein Freund, schau mal, was ich für dich habe. Ich habe die vier anderen Schlüssel. Gib sie mir und zwar schnell, verstanden? Ein Moment mal, was habe ich davon? Ich muss hier meinen Auftrag erfüllen und du warst ein nützliches Werkzeug. Doch jetzt, wo die Schlüssel hier sind, habe ich keine Verwendung mehr für dich. Verstehe. In diesem Fall werde ich dir überhaupt nichts geben. Gib mir die Schlüssel, sonst hacke ich dir den Kopf ab, dreckiger Morra! Du Opfer! Verdammtes! Ich glaube, es hackt. Dieser Kerl, das ist ja so eine Drecksau. Ich töte dich. Du bist ein Schwein. Ich fass es nicht. Ich konnte mich noch erinnern, dass ich die mal irgendwann bekämpft hatte. Töte ihn. Ich sagte, töte ihn. So, lauf erstmal. Lauf. Verdammt, ich müsste irgendwie Kalisch ausrauben können. So, wir gehen einmal hier drum rum und dann rauben wir Kalisch schnell aus und dann... So. Rob ihn aus! Ja, wir haben alle Tempelschlüssel! Und jetzt schnell weg! Bevor die Kerle uns umbringen! Sie werden uns umbringen! Sie werden uns umbringen! So. Da steht er noch einsam und alleine, der Kleine da. Gut, haben wir das geschafft. Dieses Schwein. Also wirklich mal. So, gekriegt haben wir jetzt aber auch nichts wirklich davon. Das heißt, wir haben jetzt 10.000 Goldstücke an diesen verfluchten Gonzales ausgegeben. Nur um diesen blöden Schlüssel zu kriegen und kriegen unser Geld dann noch nicht mal zurück. Ich fass es nicht. Hallo? Habt ihr was gegen mich, wenn ich jetzt wieder rankomme? Hallo? Hab ich dich endlich. Da bist du ja. Oh, komm her. Tatsächlich. Verdammt. Gut, dann muss ich die mir wahrscheinlich einen nach den anderen vornehmen. Hüpf mal hier weg. So, jetzt aber. Jetzt. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt bist du dran. Ich will mich den anderen nicht zu sehr nähern. So, damit wir hier nicht ins Gedränge kommen und dann 70 Leute um uns drumherum haben. Das muss nicht sein. So, zack. Und dann töten wir mal. Wir töten. So, den hier drüben noch. Schnell genug sind wir. Okay. Gut, dann können wir die jetzt erstmal ausrauben. Und ich will eigentlich noch den Tempel geöffnet haben, bevor ich die Aufnahmesession beende. Deswegen ziehe ich das jetzt noch durch hier. So, Kruschpach her damit. Okay. Bootzeit. Gut. Einmal speichern bitte und dann werden wir uns den Boss hier nochmal vornehmen, den Ork-Cheffe. Okay. Ochse. Ochse? Machen wir mal so. Schickt mal dem Kalisch mal eine Einladung per Pfeil. So. Und dann kommen natürlich alle gleich wieder. Ist logisch. So, hinten hat sich schon der erste wieder verabschiedet. Das ist gut. Beziehungsweise beide, die da aus der Ferne angekommen sind, scheinen sich verabschiedet zu haben. Ach komm. So, ich will jetzt erstmal wieder Kalisch beseitigt haben. Wär mal nicht so... Hallo! Wär mal nicht so viel ab hier.
Dieser Kerl in meinem Rücken geht mir ziemlich auf den Keks. So, Elite-Krieger, du wirst auch sterben. Und zwar jetzt. Sturm! So, schnell Kalisch töten, bevor er noch einmal aufsteht. Ich will ihn nicht noch ein drittes Mal umnieten. So, das war's für dich. Jetzt können wir auch mal einen Heiltrank trinken. Waren jetzt schon ziemlich weit runter. Okay. Und dann sammeln wir mal fröhlich hier. Ja, läuft doch alles ganz gut. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das mal durchgezogen habe. Und dann auf einmal gegen alle gleichzeitig gekämpft habe. Das war nicht so schön. Aber wenn man sich die so vornimmt, so ein bisschen taktischer halt rangeht und einen nach dem anderen platt macht, dann geht das eigentlich. So. Haben wir den? Wo ist denn der andere? Da war doch noch ein zweiter gewesen, der hier aus der Ferne irgendwo an... Ja, genau. Wusste ich doch, dass der noch kommt. So, jetzt können wir uns ja mal ein bisschen ausbreiten hier, denn die nächsten sind ja erst da oben irgendwo bei den Ruinen. Das Gute ist auch, die haben keine Armbrüste, stelle ich gerade fest. Das macht auch sehr viel aus, finde ich. Habe ich gerade jemanden schreien hören? Egal. Ach, hier! Da ist ja tatsächlich noch einer! Ach nee, das ist doch nicht dein... Alter, ich hasse dich! Lern mal ordentlich zu stehen, Mensch! Toll, mittlerweile steht dann schon wieder hinten der erste auf, na klar. So, umbringen, umbringen. Nein, 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 du dummer Pfosten. Meine Fresse, ich hasse das. Das nasser, So, du musst erstmal den Elite-Krieger umbringen, genau. So, und jetzt... Hallo? Ach so, den brauche ich ja gar nicht nochmal. Stimmt, der hat ja gesehen, wie ich einen umgebracht habe. Deswegen ist er sofort tot, wenn ich ihn ja anpiekse. Gut, sammeln wir mal fröhlich die Schnäpse von den Kollegen ein. Ist ja auch klar, dass die Orks es nicht schaffen, den Krieg fertig zu bringen. Die leiden alle unter einem massiven Alkoholproblem hier, die Krieger. Bleib stehen! So, da haben wir noch einen. Mensch, ich laufe erstmal weg. So, noch jemand dran? Gut, die sind weit genug weg, da können wir erstmal hier ein Schlückchen nehmen. Speichern. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Nicht, dass wir dann hier das blaue Wunder erleben. Okay. Und dann los geht's. Schön, jetzt muss ich wenigstens niemanden mehr anstechen am Ende noch, um sie zu töten. Ja, schön. Hat mal wieder super geklappt mit dem Leck gerade, dass ich wieder voll reingelaufen bin und dann... Ach, fickt euch doch. So, laden. Deswegen habe ich gespeichert. Ach, Mensch. So. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir hin. Bin ich ja schon wieder 2 Stunden am Aufnehmen. Ja, Mensch. Muss mal wieder meinen Schnitt von der Aufnahmedauer her nach oben bringen. Durchschnittliche Aufnahmedauer. Der war gar nicht mehr so hoch. So. Wo ist denn der andere? Ach, da hinten. Mann, jetzt lass nach. Lauf doch mal flüssig, Mensch. Muss das denn sein? Immer in den Kämpfen, hä? So, gut, tot. Und jetzt der nächste, bitte. Ach, du wirst umfallen wie ein nasser Sack, mein Freund. Da bin ich mir sicher. Cooler Ape-Lincoln-Gedächtnisbart übrigens bei dir. So. Haben wir das? Haben wir das? Da war doch noch ein dritter gewesen, der mir auch auf den Keks ging. So, zwischendurch erstmal ein Ogerblatt einsammeln. Ach ja. Ach ja, Fasim! Schön, dass man sich auch mal wieder sieht. Habe ich dir schon mal gezeigt, wie meine Schwerter aussehen? Hier, willst du mal fühlen? Ganz gefühlsechte Klingen. So, gut, erstmal auf den mit der Armbrust hier im Nahkampf. Der hält am wenigsten aus, weil es bloß ein Speer ist und er hat eine Armbrust in der Hand. Gut, jetzt sind sie doch alle aus allen Ecken hier angeschissen gekommen. Oh, hallo? Hallo, Herr Speer?
So, euch kriege ich ja schnell weg. Ihr habt ja eine schlechte Rüstung. Ja, ist ja gut, du bist auch noch dran. Du hast da übrigens was im Gesicht. So. Noch einer, der sofort will und noch nicht hier den Hals voll hat? Nee, haben wir erstmal für einen Moment Ruhe, das ist schön. Auch wenn hinten schon die nächsten wieder anstehen. Was machen die da? Das ist doch ein Assassine dort mit, oder? Das sieht aus, als ob die sich gegenseitig bedrohen würden. Nee, hä? Ach, guten Tag. Guten Tag, die Herren. Moment, warten Sie mal kurz. Ich muss noch speichern, dann können wir uns sehr gerne dem Tête-à-Tête hier widmen. Ich finde die Zeichnung auf den ihren Köpfen irgendwie merkwürdig bei den Kriegern. Also vor allen Dingen hier bei denen jetzt. Das sieht aus, als ob die eine dicke Augenbraue sich aufgemalt hätten. Oh, fuck, ey. Jetzt kommen die gleich alle. So, oh Mist, der hat eine Armbrust. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Hüpfen, springen, laufen. Schneller, mein Freund. Arschloch. So, erstmal du, Mistkerl. Oh, ich hasse es. Wenn der Kerl 2 Zentimeter zu kurze Schwerter hat und dann ins Nichts schlägt und deswegen voll in den aufgeladenen Schlag reinrennt. Ja, ich würde sagen, wir haben ein schönes Chaos hinterlassen auf jeden Fall schon mal. So, gut, dass du die Armbrust wegsteckst, so ist mir das recht. Da haben wir ja schon vorher hier unglaublich viel gemetzelt, da haben wir den Tempel noch nicht mal aufgemacht. Speichern. Ich hoffe, das legt sich dann auch irgendwann mal, dass wir hier irgendwann mal zur Ruhe kommen ein bisschen. Irgendwann. Ich hab dich doch... Oh. Habe ich durch dein Bein durchgeschlagen, oder was? So, erstmal du. Schnell weglaufen. Lalala. Der Dicke! Der Dicke schaltet sich auch mit ein. Der will uns bestimmt totprügeln. Als Revanche fürs erste Mal. So, noch jemand dran? Ich hüpfe wieder den Berg rauf. Natürlich wirst du das. So. Jetzt trinke ich erstmal einen auf euch. Haben wir das. So. Dann wieder rein ins Gefecht. Und dann wollen wir uns doch sehr gern um den... Ach Junge, jetzt... Ich hasse das. Weg von der Düne. Mir geht es auf den Sack, wenn man angreifen will und der ausrutscht, weil die blöde Düne in der Nähe ist. So, Dicker, will ich mich mal dir widmen. Wo ist denn das Schwert her? Beim letzten Mal haben wir doch auch uns bloß geprügelt. Und der Dicke lebt ab. Jetzt wird er sein Fett im Boden abscheiden können. So. Wir sind ja auch der Fettabscheider, da passt es doch gut. Verdammt. So. Ach gut, gut. Glück gehabt, Glück gehabt. Ich hätte jetzt nämlich Probleme gekriegt, wenn das jetzt nicht gekommen wäre. Gerade vor allem, weil da ein Armbrusttypen war und ich jetzt wieder den Berg hätte hochhüpfen müssen, um mich zu regenerieren. Und der hätte mich natürlich fröhlich beschossen in der Zeit. So, haben wir die Orks also ausgeschaltet. Gut, den Dicken, der hat gar nichts. Ja klar, wir haben ihn ja schon mal ausgenommen. Der kann ja nichts mehr haben. Okay, dann machen wir jetzt noch hier fröhliche Leichenplünderei und dann öffnen wir noch schnell den Tempel und dann hat sich das für heute. War jetzt auch anstrengend genug hier, das Kämpfen. Waren ja nicht gerade wenige. Muss man ehrlich mal zugeben. Halt, was war das? Ach so, die Krustarach, natürlich. Die Tarach dürfen wir nicht vergessen. So, ihr hier oben, ihr seid schon ausgenommen. Okay, du auch? Du auch. Gut, dann haben wir es soweit, glaube ich. Dann mal hin. Ne, hier unten ist keiner mehr. Hier ist noch einer. Ja, du bist noch nicht ausgenommen. Wir lassen nichts zurück. Okay. Wir gucken erstmal, was hier drin ist. Nichts. Überraschung. Schön, 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 schön. Hier sind noch ganz viele, die ich noch nicht ausgenommen habe. Das muss jetzt noch sein. So, noch einer, noch einer, noch einer. Nee. Hier, die Speer, natürlich.
die anderen, die alle von der Sklaven-Ausgrabungsseite angeschissen gekommen sind, die muss ich alle noch ausnehmen hier. So, noch die beiden, dann haben wir's. Oder noch den einen halt, was weiß ich. Mich würde jetzt mal interessieren, was die Sklaven drüben machen. Ich traue denen ernsthaft zu, dass die so geistig degeneriert sind, dass sie immer noch weiter graben, wo die Orks jetzt weg sind. Aber kann uns jetzt egal sein. Wir öffnen unseren ersten Tempel, Freunde. So. Speichern, fertig dann irgendwann. Hallo? Ja. Spiel gespeichert. Und... oder nein, ich mache das in der nächsten Aufnahme. Dann öffnen wir den Tempel und bis dahin, gehabt euch wohl, man sieht sich und tschüss.